Heute bei Hour of Power. Kathleen Lewis war völlig verängstigt und alleine, als sie erfuhr, dass ihr neugeborener Sohn blind und als Autist auf die Welt gekommen war. Heute berichtet sie von ihrem Glauben an Gott, den ihr Sohn Rex ihr geholfen hat zu entdecken. Als ich anfing, in die Kirche zu gehen, um aus Verzweiflung für meinen Sohn zu beten, erlebte ich sofort zwei Wunder. Das eine war das kleine Keyboard für Rex, das er zu seinem zweiten Geburtstag geschenkt bekam, direkt nachdem ich anfing, in die Kirche zu gehen. Es stellte sich heraus, dass Kathleens blinder und autistischer Sohn Rex ein musikalischer Savant ist. Er spielt für uns in der Hour of Power. Dann hören Sie John Maxwell mit dem dritten Teil seiner neuen Predigtreihe über mutig versagen. Der Titel heute: Gott gibt dir eine neue Perspektive. Ich glaube, unsere Perspektive erlaubt uns, entweder im Positiven unsere Schwierigkeiten zu bewältigen oder im Negativen, dass unsere Schwierigkeiten uns überwältigen. Bleiben Sie dran für die beste Stunde im Fernsehen. Die Hour of Power aus der Crystal Cathedral.